Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spooks House of Jumpscares und ich drücke hier gleich mal auf Play und Continue. So, wir waren ja letztens bei der Nixe stehen geblieben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme jetzt heute auf den großen Monitor auf. Das heißt, dass die Folge tatsächlich diesmal in 2K da sein müsste, hoffe ich. Warte, okay. Na, okay, hier steht, also, ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Hier steht nämlich, dass ein neuer Spezimen gesehen wurde und einige Typen gekillt hat und der Schreiber wundert sich, wie der neue Antagonist aussehen wird und er hofft natürlich süß. Wir sind ja schon begegnet, der Ariel. Ich will nicht durch die... Boah! Damn it! Bei solchen Geräuschen... Ja, wir waren ja in der letzten... Das war ja ganz blöd gelaufen. Wir sind ja dort hängen geblieben. Das ist scheiße, das mit dir... Mit dieser Tür, das geht gar nicht. So, wir sind hier nochmal in DOS. Ich zeig das nochmal kurz. Ich hatte... So, Database... Next. Cat. So, hier haben wir im Übrigen den Pedo. Ich sehe den gerade hier gar nicht. Ne. Gut. Und das hier... Hallo, komm. Spezimen 13... Das ist der neue Spezimen. Methode ist natürlich ungewiss. Ach nee, Droning. Also, wie gesagt, es ist halt so eine kleine Ariel. Und hier ist der Wal. Okay, Wal 015D ist gestorben. Das sieht ja mega geil aus schon. Alter. Also ich persönlich hätte jetzt mega Schiss. Ich warte noch einen Moment. Alter. Der Wahnsinn. Ich hasse Spiele, die sich so auf Dauer in die Länge ziehen, wie dieses Teil jetzt. Ich hatte nichts gegen den Menschen, wo wir in der Menschen waren. Also hier in diesem Schloss mit dem Pedofritze. Hatte ich kein Problem. Da hat es sich auch nicht zu sehr in die Länge gezogen, wenn man weiß wie. Aber das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals erlebt habe. Bin ich auf der Kiste? Ja. Ist voll übertrieben. Verfolgt uns schon seit 20 Räumen fast. Wird die nicht müde? Also ich ja. Schau auf der Kiste. Okay. Ich hab... Da ist er wieder. Die Musik ist anders. Warum? Ist sie weg? Baby, ja!
Nein! So, Leute, die letzten 5 Räume. Wir sind immer noch nicht am Ende. Warum nicht? Just realized that I never had a mental figure triad. Leaving home sign. Speichern! Ich mach hier auch noch nicht Schluss. Weil es sind 5 Räume nur noch. Bis so 1000. Und es sind nur noch 1000 Träume. Es sind nur 1000 Träume. Don't fuck with... Oh. Ne. Leute. Leute. Hä? Leute. Guckt euch das an. Wir sind draußen. Hallo? Vista Sky Fatal Error? Fake Sky Screen has been dis... Wollen die mich verarschen? Will die mich verarschen? I'm taking all those logs that keep going out and I'm nailing them together. Was ist das denn jetzt? What should I do? What should I do? What? Was soll ich denn tun?
Oh mein Gott, Mensch, ich habe keinen Bock mehr. Wie besiege ich diesen Idioten? Mann, Mann, ich will nicht mehr. Oh, Alter, ich mach gleich dicht. 10 Minuten noch, mehr nicht. Geh weg, du Krabbelhand. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kann ich die... Nee, wie besiege ich den denn dann? Mensch, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Mensch, was? Ist der... Was ist jetzt? Was soll ich machen? Soll ich... Ach! Jetzt hab ich's verstanden. Jetzt hab ich... Mit diesen Bällen, die ihr immer ablässt... Ist lustig. Müssen wir den abschießen. Hä? Oh, Hilfe, Hilfe! Nein. Okay, die tun Aua-Aua machen. Puh, ich stell mich mal in die Ecke. Alter! Jetzt kommen wieder die Krabbelhände. Geht weg. Scheiße. Okay, ey, jetzt geh doch mal weg. Geh weg, du Krabbelhand. Okay. Oh. Ja! Well, you died. What? In a tragic way, too. Just tragic enough for you to become a ghost. Good job, by the way, making it this far. So buckle up, soldier, because now I finally think we have enough troops to invade. Was? Ah, nee, geht das jetzt immer noch weiter? Ah, ich will nicht mehr. The time has come, my loyal troops. No longer shall we be called cute or adorable. No longer will we be disregarded and ignored. For now, we are the most feared army in the world. Kann ich hier irgendwie raus? Ist. Was ist denn jetzt? Muss ich jetzt hier runterspringen? Did you really think it was going to end seriously? Eigentlich ja. What? Ja! Ja! Alter! Leute! No! Alter! Oh, ich bin total fertig! Das ist. Die Credits! Die Credits! Die Credits! Alter, wir haben's durch! Ja, das ist so. Psychospiel! Was für ein Psychospiel! Alter, wir haben's geschafft! Ich hab's wirklich geschafft! Ich hab überlebt! Naja, wir sind zwar tot, aber wir sind jetzt Soldat. Wir sind jetzt Soldat einer Armee. Spookys Armee. Unsere süße kleine Spooky Armee. Alter. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Alter, jetzt mal ganz ehrlich: Das Spiel hat. Oh, Special Thanks übrigens. Ja, was soll ich sagen, Alter, das Spiel an sich war nicht schlecht. Es hat sich bloß die letzten 200 Träume, die ging gar nicht. Ganz ehrlich, okay, das mit dem Menschen, also wo wir in dieser Villa waren, in einer Villa, das war noch okay mit dem Pedo, das war noch okay. Aber dann ab Raum 910 was? Ging das gar nicht mit dieser Ariel-Dame da, keine Ahnung, mit Spezimen 13 oder... 13, glaube ich, war es. Das ging gar nicht. Das konnte man gar nicht machen. Es hat sich immer mehr in die Länge gezogen. Immer mehr in die Länge. Das Problem ist, dass das Spiel an sich ein super Spiel ist. Ich mag es unheimlich gern. Deswegen habe ich es ja auch gespielt bis zum Ende. Es ist, ich muss sagen, es ist sehr empfehlenswert. Wirklich sehr empfehlenswert. Und für ein Free-to-Play-Game hat es ziemlich viel drauf schon, ganz ehrlich. Jetzt auch das Ende, wenn man weiß, das ist das, was ich sagte, mit dem Pedo-Fritzen. Wenn man weiß, wie, dann geht schnell. Bloß das mit dem Wal und mit dieser Meerjungfrau oder was auch immer dieses Mistvieh war, ich will es gar nicht wissen. Das hat sich so derbe in die Länge gezogen, das ging gar nicht.
Und es hat mega Brainfuck gehabt. Das ging gar nicht. Und deswegen muss ich ja sagen, okay, das Ende war ein bisschen verwirrend, hat sich zu sehr in die Länge gezogen. Und was soll ich großteils noch sagen? Für mich ist es ist und bleibt ein super Spiel. Spooky's House of Jumpscare, meine Leute. Du Spooky's House of Jumpscare. Dankeschön, auf alle Fälle. Damit ist das Let's Play erstmal beendet. Und oh, ich bin froh, dass es zu Ende gegangen ist. Ich bin froh, dass es jetzt zu Ende ist. Ich musste jetzt wirklich sehr, sehr schneiden an dieser Folge. Weil sonst hätte ich eine Stunde Aufnahme gehabt. Und jetzt ziehe ich das Ganze auch noch in die Länge. Wie gesagt, das Spiel hat vielleicht noch ein bisschen mehr Potenzial. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können. Die letzten 30 Räume, glaube ich, waren das 30, 40 Räume. Das war ein bisschen, ja, okay, da hätte man eventuell nochmal einen Spezimen rausschicken können, eventuell. Und wer hätte das gedacht, da kam gar nichts. Das war dann total langweilig gewesen, muss ich sagen. Ich hätte mich wirklich gefreut, wenn jetzt eventuell nochmal der Puppet Guy kam, also hier dieser Spielzeug, was auch immer kam. Und eventuell das Mädchen nochmal. Das Mädchen hatten wir ja gar nicht gehabt, so wirklich. Ich glaube, das hatten wir nur einmal gehabt, ein, zwei Mal oder so, aber sonst hatten wir sie so gut wie gar nicht. Die Spinne hatten wir jetzt auch nicht wirklich. Was soll ich sagen? Es ist schade gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, okay, ich habe es mir natürlich das Ende ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte echt, wo wir aus dieser Tür rauskamen, oh Gott, jetzt ist endlich Ende. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf alle Fälle kann ich eins sagen. Das Spiel ist Hammer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es sogar gekauft. Ich hätte es wirklich gespielt. Ich hätte Geld dafür gezahlt für dieses Spiel. Ganz ehrlich, für so ein super Spiel lohnt es sich wirklich Geld auszugeben. Ganz ehrlich. Schade aber dennoch, dass sich das Ende ein bisschen in die Länge gezogen hat. Das ist wirklich der einzige Makel. Aber ansonsten, Leute, wir haben Spooky's House of Jumpscare zu Ende gespielt. Das war das Ende von Spooky's House of Jumpscare LP. Und ja, mal gucken, was wir als nächstes spielen werden. Ich habe ja noch FNAF 4. Mal gucken. Gut, also, ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen und fürs Dabeisein der Folgen. Und bis dahin, Jury, jo.